Liebe Freunde des Lebetheater, ich freue mich sehr, dass ich hier ein Stück unseres neuen Programmes präsentieren darf. Hinter mir sehen Sie publikumswirksam und werbewirksam aufgehängt ein Plakat des neuen Programmes Reisen durch Absurdistan. Man kann sicher den Titel nicht lesen auf diese Distanz und wahrscheinlich auch die Menschen dort nicht erkennen. Wir, das sind Philipp Link, ein Musiker, und meine Wenigkeit. Reisen durch Absurdistan erzählt die vollkommen fiktive Geschichte eines Mannes, der auf die 60 zugeht, ein Zimmer hat, Taschengeld und 1000 Fragen. Und ich darf Ihnen heute ein Stück davon präsentieren. Stellen Sie sich vor, am Ende, wenn ich fertig erzählt habe, dass Philipp Link dann auf der Bühne in Original einen Botox-Song zu Besten bringen wird. So läuft das dann. Ich erzähle und er spielt dann. Ich erzähle und er spielt. Und manchen Menschen gefallen die Texte und deshalb kommen sie zu uns. Und manchen gefällt die Musik und sie kommen zu uns. Und manchen gefällt beides und sie kommen zu uns. Das sind die absoluten Gewinner. Und die Verlierer sind die, denen gar nichts davon gefällt. Also das kann auch passieren. Aber wurscht. Jetzt lese ich auf jeden Fall ein Stück davon vor. Und beginne jetzt damit. Neuer Tag steht hier. Meine Frau hat Besuch. Sie hat mich dessentwegen in mein Zimmer geschickt. Ich musste unweigerlich daran denken, dass das letzte Mal, als mich jemand in mein Zimmer geschickt hat, sehr lange zurückliegt. Meine Mutter schickte mich manchmal in mein Zimmer, wenn ich in irgendeiner Weise zu weit gegangen bin. Heute bin ich überhaupt nicht zu weit gegangen. Ich bin überhaupt nirgendwo hingegangen. Nein, allein die zu erwartenden Protagonistinnen des Hausbesuchs vermochten es, mich in mein Zimmer schicken zu lassen. Zwischen dem Damals und dem Heute liegt ein Leben, das meinige. Ein Wachsen, ein Gedeihen, ein Verlieben und wieder Wachsen, ein paar Kinder, ein rasantes Kommen und Gehen von Geld und Besitz geblieben ist. Ein Zimmer, das meinige, dort, wo ich immer schreibe. Es ist das meine, gehört mir, ist mein Zimmer. Dort, wo ich also gestartet bin, da scheine ich heute wieder gelandet zu sein, in einem Zimmer, hineingeschickt von einer Frau mittleren Alters. Es ist nicht bedauerlich. Meine Angetraute hat in den letzten Jahren viele neue Bekanntschaften geschlossen. Man mag vielleicht vermuten, ab einem gewissen Alter werde es zunehmend schwieriger, neue Freunde zu finden. Dem ist nicht so, sofern das Umfeld stimmt, sofern der Ort des Aufeinandertreffens sozusagen alles Vorgeplänkel löscht, erübrigt. Meine Angetraute hat ihre neuen Freundinnen allesamt in der Beauty-Klinik getroffen. Dieser Umstand beantwortet mit einem Schlag sozusagen, warum sie die alten Freundinnen nicht mehr sehen wollte. Sie sahen ihr zu alt aus. Die gemeinsamen Interessen ihres neuen Freundeskreises lassen sich anhand der Anzahl versteckter Narben ablesen. Ich fühle mich immer ein bisschen an die Szene aus Der weiße Hai erinnert, in der die mutigen Männer ihre Narben vergleichen und damit prahlen, was sie alles überlebt haben. Heute machen das die Frauen. So nämlich gebärdet sich die Kampfzone der neuen Freundinnen meiner Angetrauten. Ich bedauere auch nicht, der lustigen und mit zunehmendem Prosecco-Konsum kreischenden Runde nicht beizuwohnen. Es genügt mir, ihr Gelächter zu hören, ihr hochfrequentes Kichern und Witzereißen. Zu sehen gibt es bei all den Vernarbungen sowieso nichts. Ihre aufgeblasenen Lippen sind das Einzige, das sich bewegt, und beim Lachen ziehen sie die Mundwinkel nur Millimeter nach hinten. So. Eine der Damen in unserer Küche hat ihre Lippen mit Eigenfett aufspritzen lassen. Aus ihrem Po. Ich kann mich allerdings nicht damit anfreunden, sollte meine Angetraute daran denken, es auch zu tun, da ich keinesfalls einen körpergeografisch neu verorteten Hintern küssen möchte.
Und zum Botox selbst. Viele von uns kämpfen ja mit ganz probaten und auch sportfreien Mitteln gegen das Altern an. Eben mit besagtem Botox zum Beispiel. Meine Frau hat sich vor Jahren schon Botoxen lassen. Das ist fantastisch. Man müsste jedem Verheirateten empfehlen, seiner Frau umgehend einen Gutschein zu schenken, egal wie alt sie ist, zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, Weihnachten, egal. Ich muss mir das vormerken für den Fall, dass ich es einmal öffentlich vortragen kann. Schenken Sie Ihrer Frau seinen Gutschein. Eine gebotoxte Frau ist immer gleich. Hübsch, könnte man behaupten, wenn Sie so wollen. Sie macht nämlich keinerlei Miene zum bösen Spiel mehr. Nie wieder. Keinerlei. Da ist nichts. Ich kann bei meiner Frau suchen, so viel ich will. Da ist immer nichts. Ich verharre, damit man schneiden kann und hoffe, dabei gut auszusehen, auch nicht gebotoxt. Wobei ich zugeben muss, auch ich bin gebotoxt, ein bisschen, aber das erzähle ich auf der Bühne. Und jetzt verharre ich, damit man schneiden kann. Machen Sie es gut.